Was auf dem Wasser funktioniert, muss auch im Schnee gelingen. Wie beim Kiten auf dem Wasser lassen sich die Sportler von einem großen Lenkdrachen ziehen. Dieser ist mit einem Gurt an der Hüfte befestigt. Mit den Füßen stehen sie entweder auf Skiern oder auf einem Snowboard. Das ist Snowkiten. Das Tiroler Meer, wie der Aachensee auch genannt wird, eignet sich gut für den Trendsport, denn der Wind weht hier oft. Ja, Snowkiten ist eigentlich nur die Fortsetzung vom langen Sommer, nämlich Kiten am Schnee. Und da können wir praktisch beide Sportarten kombinieren, nämlich einmal das Kiten und einmal das Skifahren oder Snowboardfahren. Und das funktioniert natürlich da am Schnee jetzt ganz gut. Wie man hinter uns ja schon sieht, ist eine flache Fläche, die präpariert ist, wie auf einer Piste. Und wir brauchen ja deutlich weniger Wind als jetzt praktisch beim Wasserkiten, weil wir ja keinen Wasserstart brauchen, sondern einfach nur ein bisschen Zug benötigen, um loszukommen. Snowkiten kann grundsätzlich jeder. Anfänger sollten es aber nicht alleine versuchen. Das kann gefährlich werden. Wer aber schon mal auf Skiern oder einem Snowboard gestanden ist, dem fällt das Snowkiten nicht schwer. Das Kitenlernen ist am Schnee einfacher als im Wasser, so Michael Vogel, der Inhaber der Snowkite-Schule am Aachensee. Also im Prinzip ist es so, dass wir sagen, im Winter ist es einfacher zum Anfangen, weil der Wind, du brauchst halt weniger Wind. Weniger Wind heißt, du kannst mit weniger Zug, das heißt, die Leute haben weniger Angst und haben einen leichteren Zugang zum Sport und du kommst halt einfach ganz leicht in den Sport halt rein, weil du halt einfach mit viel weniger Wind arbeiten kannst. Und es nimmt so die Hemmschwelle, die ja viele haben, Kiten, das ist so gefährlich, riskant und braucht das viel Wind. Und da kann man halt so ganz einen smarten Zugang finden zu einer Sportart, die man dann vielleicht im Sommer dann weitermachen kann. Das macht es eigentlich aus. Seit Jahren schon ist Michael Vogel ein leidenschaftlicher Kitesurfer. Am meisten gefällt ihm am Snowkiten, dass es eigentlich immer und überall geht, sofern der Wind mitspielt. Sein Hobby hat er zum Beruf gemacht und gibt so seine Freude am Sport an andere weiter. Ja, da muss ich ein bisschen zurückgreifen. Also ich habe früher mal in Berthesau vorne gearbeitet als Koch und da war immer Windsurfen schon. Und dann waren wir halt, man ist halt in der Wassersportbranche unterwegs und dann haben wir immer schon geschaut, wo ein Platz noch ist. Und so ist irgendwann der Aachensee ins Zentrum gerückt, als wir gesucht haben. Und da war halt noch keine Snowkite-Schule und ja, dann haben wir den Tourismusverband angeschrieben und so sind wir da wieder herkommen, also wieder zurückkommen, wo man schon mal war eigentlich. Die Snowkite-Saison läuft von Ende Dezember bis Mitte März. Im Sommer steigen die Kitesurfer dann auf das Wasser um.